gar nicht mehr, so wie es aussieht. Also hier muss man wieder reinkommen, ich bitte dich. Muss doch Mittel und Wege geben, da. Oder vielleicht müssen wir wirklich alles töten. War das so, dass wir vielleicht alles töten mussten hier erst? Vielleicht gibt es irgendwo einen Schalter. Ja, da kommt immer mehr, also irgendwie. Ah, hier ist der Badass-Walker, genau, mit dem hat es aufgehört, glaube ich. Der irgendwie gar nicht so Badass war. Tja, ja, mal richtig. Billig Badass war. Badass-Loader raus. Nein, die Tür ist wieder zu. Ja, der kommt nicht, der ist, ja, jetzt ist vorbei. Iridium. Oh, oh shit. Oh. Nein, oh, war das ein Sniper? Weiß ich nicht. Lass erst mal rein, gucken wir nachher. War eine blaue Waffe, merken wir uns. Okay, aber muss... Hallo? Guck mal, in welchem Level wir sind. Das wird bestimmt keine gute sein. Weiß nicht, kann das sein. Schlecht sah es jetzt erstmal nicht aus. Ja, so wusste ich. Wow, ja genau. Ich schieß mit Schock auf den Schock-Skag. Sehr klug gemacht, Zocki. Oh, fuck it. Yes, top. Ein Raketenwerfer. Lässt sich gut verkaufen. Oh yeah. So, wo mussten wir da jetzt lang, um da hinten hinzukommen? Hier links? Hier durch? Ja. Hier vorne durch und dann rechts, ne? Yes. Ich sammle den ganzen Scheiß jetzt hier auch nicht auf. Oh oh. Hallo. Naja, Stalker, halt eure Klappe. Holzmaul hier. Herzlicher Smoker. Hier vorne rein, oder was? Was ist wohl das letzte? Wir müssen. The Badass. Wo kommen wir denn? Ah, wir müssen nach rechts rüber. Wir müssen rechts rüber da oben rein und dann uns links halten, alles klar. Okay. So, und dann hier vorne rein irgendwo. Da oben hoch, genau. Alles klar, ja gut. Richtig. Ah ja, genau. Ah, ich sammle noch das Geld hier ein. Ne? Ich erinnere mich. Diese blöden Stalker verfolgen uns. Ja, ist ja wurscht. Deswegen okay. Heißen die auch Stalker. Lustig. Okay, haben wir hier wieder diese... Okay, wir müssen alles töten hier, glaube ich. Das ist wieder so ein Abteil, wo wir alles töten müssen, bevor die Tür aufgeht, glaube ich. Kensch. Sieht stark danach aus, ja. Doch, doch. Okay. Hopp. So. Kensch Alpha Skag kommt und ich schieße ihn tot. Kensch. 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 Oh. Alter, okay, jetzt. Komm, Alter, Schütz. Geh mir nicht auf den Sack. Geschütz macht das hier. Voll badass, Junge. Ja, so badass ist das wie alle Dinge. Oh Gott, was ist das denn gewesen? 85 mal 5. Soll ich jetzt lachen oder nachher? Tür ist auf. Oh. So. Hier kommen die übelsten Waffen gerade. Ja? Nicht. Das wäre ja zu schön gewesen, wenn wir hier noch geile Waffen gefunden hätten. So, scheint, als könnten wir hier vorne das nächste Tier befreien. Wann ist es diesmal? Ah, ich muss... Warte ganz kurz, ich wollte nicht... Zu spät, ich hab schon gedrückt. Ja, es ist ein Stalker, und zwar... Oder? Es ist oh, gar nicht... Nee, da oben kommt bestimmt ein Sack raus. Stinger. Fett. Okay. Alles sowas von kein Problem. Wenn sie nur ein EP geben. Oder E... Erfahrungspunkt. Das waren schon. Und. Upp. So. So, ich tue mich jetzt mal kurz skillen. Wo müssen wir das abgeben? Ich glaube, das müssen wir in Sanctuary abgeben. Ja, so, ich gehe schon mal zurück zum Reisepunkt, damit wir hier nachher rauskommen, ja? Mhm. Ey, machen wir schon mal auf den Weg. Ich denke, das sollte ich auch alleine hinkriegen. Okay. Der erste Schuss, der aus einem vollgeladenen Magazin abgeht, wird. Erhält einen Schadensbonus. Ah, okay. Oh lalala, ich renne. Aha, dann haben wir das mal hinter uns gebracht, das ist ja auch schon mal schön.
Erhöht die Projektilgeschwindigkeit. Schaden und der kritische Treffer schon wieder höher. Ja, dann ja, machen wir mal das, ne? Kritischer Treffer ist immer gut. Ja. Ich brauche mehr Schaden. Nam, 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 nam. Ja, ich sammle hier so lange Munition, ne? Alter Schwede. Maul. Ich geh vorbei, Maul, pff, tot. Sehr cool. Hier gab's keine Kiste. Nö, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wenn da auch nicht allzu krasses Zeug drin ist, ne? Ja, natürlich, aber... Ja, du hast recht. Geld haben wir ja in Hülle und Fülle. Ja, richtig. Da müssen wir, glaube ich, keine Sorgen mehr machen mit Geldproblemen hier oder sowas. Bist du schon da? Ich bin, ja, auf dem Weg. Auf dem Weg. Warte mal, hier oben... Kannst ja noch ein bisschen suchen nach Geld und so, während ich hier zurückrenne. Mach ich auch. Naja. Ja. Ja. Oh, da kommt ein Gegner. Oh, er ist tot. Oh, wie schnell. Kensch-Gegner, sein Kopf platzt. Ah, Kensch. Und Roboter fliegen in die Luft und... Zoggy ist tot. Wirklich? Moment. Und Zoggy ist wieder da. Ach, das Kensch. Geschafft, bitte. Das ist schon peinlich. Kensch? Kennst peinlich. Ja, kennst peinlich. Wow, 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 wow. Voll weggebamst. Okay. So, gab's hier wohl eine Leiter da vorne, ja. Ist klar. Bei mir geht noch die Action ab. Und ich renne. Wo kommst du her? Gottes. Kleiner Beutel, Zwerg, Techniker, Penner. Was ist hier, hat alles gerade geklaut. Jetzt bin ich hier wieder vorne, wo es die Roboter gab. Wo ist die? Wo es die Roboter gab. Also heute, ne? Sind wir echt lustig drauf. Auf jeden. Wo kam ich denn hier lang? Wo kam ich denn hier wieder runter? Nach da vorne. Hey, ich habe irgendwie einen anderen Weg gefunden. Keine Ahnung. Ich kann den Knopf nicht drücken. Warum? Achso. Kannst du Knopf drücken, kennst du? Ah, ich weiß, wo ich bin. Weißt du, wo ich bin? Da, wo wir Ding umgebracht haben. Den, oh, da oben ist er doch, ne? Nee. Kommt Sohn der. Von Mothrak? Was ist Sohn von Mothrak? Was ist das denn bitte? Alter, hast du da oben noch einen Bossgegner? Nein, der ist nicht besonders stark. Aber er fliegt rum und sieht komisch aus. Hallo? Boah, was ist. Irgend so ein Fisch. Fliegender Fisch oder sowas. Lol. Ich glaube, ich habe ein Easter Egg gefunden. Jetzt bereue ich gerade ein bisschen. Okay. Da fliegt das tote Ding runter. Warte mal, liegt es doch im Wasser oder ist es direkt verschwunden? Es ist quasi 20 Meter neben mir gelandet, aber direkt im Wasser, da war es sofort weg. Sonst hätte ich es mir nochmal angeschaut. Sag mal, Zocki, hätte man nicht da oben direkt runterspringen können? Ich glaube, ich bin wahrscheinlich schneller wie du jetzt am Ausgang. Alter, und ich renne den ganzen Weg. Ja, natürlich. Oh, hallo Zocki. Du hast Spaß jetzt, ne? Alter, ich hätte den ganzen Weg zurück, ich hab ihn nur runterschmeißen müssen, ne? Lope Sack, Junge. Kennst du ein gehässiges Lachen? So, okay, wohin geht's? Ich mach mal die nächste Nebenquest rein. Wir fahren nach The Dust. Und ab geht der Peter. Okay. So. Auf geht's. Da haben wir was von Hammerlock, aber ich denke, da wird es mehrere Quests geben, wenn der Monster Mix Teil 1 schon mit Teil 1 ja, beginnt, werden wir da wohl öfter hin und her fahren müssen. Zwischen Sherry und the Dust. Ah, okay. Ah, nee, das ist nicht Hammerlock, das ist Dr. Zed. Ja. Dr. Zed. Dr. Zed. Mhm. So. Was will der alte Knabe von uns? Der muss eigentlich steinalt sein. So, Monster Mix. Das ist, dort hinten ist gar nicht so weit weg. Können wir einfach mal zu Fuß hinlatschen. Hier echt? Drum. Jetzt sitze ich schon gleich im Auto. Genau. Nö, nö, das geht so. Jetzt. Brumm, brumm, brumm. Ich will aber fahren. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Ja, hier vorne musst du sowieso absteigen. Warum? Weil hier vorne eine Sperre ist, wo du zu Fußballer gehen musst. Alter. Was ist. Ach so. Vergessen, dass man mit der Maus lenkt. Ja, ja. Och, sammle nö, oder? Spielrandteile. Ich will da durch.
Da vorne ist ein Spielrand. Juhu. Und? Oh, der gibt aber noch gute. Sie sehen sehr gut aus. Und sie werden verdammt gruselig aussehen, wenn ich sie benutze. Wir müssen Spielrandenteile einsammeln. Ja, jetzt habe ich schon zwei. Wir müssen einfach nur vier Spielranden töten und die Teile davon einsammeln. Toll, Alter. Was für eine geile Quest schon wieder. Bitte nicht so schnell. Das war's. Wir können gehen. Wirklich? Okay. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen hin und her reisen zwischen den verschiedenen Gebieten. Dann ja, lauf schon mal zurück. Ich kämpfe hier gegen diesen Spieleranten, der jetzt ein bisschen geschockt ist. Dann kommen wir auch gleich bei Mordecai, doch die Tierschutzquest abgeben, wenn wir eh schon da sind. Und dann geht's wahrscheinlich in das nächste Gebiet, wo wir irgendwelche andere Monsterteile jagen müssen. Da gibt's wahrscheinlich dann 3-4 Runden und so und dann ist gut. Okay. Wird vermutlich nichts allzu Anspruchsvolles sein. Okay. Nicht an der Treppe hängen bleiben, das ist uncool. Dann reisen wir mal zurück. So, oder sollen wir nicht noch erst eine andere Quest machen? Willst du echt gleich wieder nach Sanctuary? Ja klar, wir wollen jetzt zu Ende machen. Hier, diese Dust ist ja nichts mehr. Vielleicht schickt uns jetzt woanders hin. Der Gunsucker Guild sexuelle Tyrannosaurus regeneriert Gesundheit, wenn du Schaden nimmst. Aber du hast hoffentlich den Namen des Skills gelesen und dachte, das muss ich haben. Okay, cool. So, einmal zu Mordecai, einmal zu Zed. Ich gehe zu Zed, zu Mordecai, ja? Yep. Gut. Dann schieß los, mach du als erstes. Ja, ich bin da. Tür auf. Freut mich, dass du das sagst. Doch, richtig. So. Abgegeben. Ich nehme die Waffe. Zed braucht mehr Kreaturenteile. Rackteile, 4 Stück. Gib du ab? Sag niemandem. Also, kein Wort zu irgendjemandem. Okay. Okay. Jetzt ein bisschen Sprachfehler heute, glaube ich. Bist du noch mit diesem Job zugange? Gib du ab. Okay, Mordecai. Das ist der Anfang. Jeder Hyperion-Drecksack wird für Bloodfang büßen. Okay. Jeder Einzelne. Das war's. Der hat nichts mehr für uns. Alles klar. Dann geht's jetzt mit der Monster-Mix-Quest weiter in Arid Nexus Boneyard. Waren wir da schon mal? Kidderme sammeln. Juhu. Ja, waren wir schon mal in Arid Nexus? Nee, ne? Keine Ahnung. Ja, dann reisen wir da jetzt mal einfach mal hin. Beziehungsweise... Wahrscheinlich, ich glaube, das ist ein Gebiet, da waren wir noch nicht. Da bist du jetzt bestimmt ein bisschen. Du, irgendwer ist uns reingejoint hier ins Spiel. Echt? Ja. Aber ich bin nicht mehr online. Wie kann ich schreiben? Riot. Ja, wer ist das? Kennst du den? Nein. Wie heißt der? Wie kann ich mit. Warte mal. Hä, hab ich ein offenes Spiel oder was? Nee, ich bin nicht online, kann nicht sein. Ich hab vergessen, offline zu stellen. Nee, du hast vergessen, offline zu stellen. Ja, ich hab mich vergessen, offline zu stellen. Ja, mach mal kurz einen Cut. Nee, warte mal, wie kann ich denn jetzt, wie kann ich einen Chat bedienen? Warte mal, aber dass die auch so eiskalt sind, ohne zu fragen, weißt du? Ja. Dann fliegt er halt aus deiner Freundesliste raus, wahrscheinlich. Oh, muss das jetzt sein? Warte mal. Warte mal, wo ist denn hier? Wie komme ich in den Chat rein? T? Nein? Ich sag mal, oh Gott, der hat eine richtig fette Shotgun für mich. Der wirft mir gerade Waffen hier hin. Ah, okay. Die ich benutzen kann, wenn ich Level 50 bin. Ah, super. Nee, eine auch mit Level 38. Aber wie komme ich in den Chat, ist die Frage. Chat? Oh, cooler Helm. Den will ich auch haben. Komme ich im Chat jetzt rein? Die Pumpgun ist ja mal mehr wie geil. Ich würde ihm gerne antworten und einmal wenigstens kurz Danke sagen, aber trotzdem darum bitten, dass er bitte jetzt das Spiel verlässt und weiter hoffen. Aber, Hä? Wieso ist die nicht mehr so stark? Ach, ich geh mal ein paar Waffen verkaufen. Regel du das! Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich... Chat... Vielleicht mal nur Enter drücken. Schon probiert? Nee, T ist es nicht. Hä? Warum hast du eigentlich meine Waffen aufgehoben, Zocki? Ich hab gar nichts aufgehoben, ich bin voll. Deswegen bin ich gerade verkaufen gegangen. Ich hab den angegriffen, der hat voll die starken Waffen.
Mein Schild kann er nämlich kaputt machen, warum auch immer. Wenn ich jetzt wüsste, ja, ich hab keine Ahnung, welche Taste der scheiß Chat ist. J? Nee. F1? Nee. Jetzt ist er bei dir unten. Mhm. Das regt mich jetzt auf. Chat. Der Taste. Ah, hier, warte mal. Was will der von mir? Der greift mich an, während ich verkauf und hier gerade so ein bisschen prüf, was ich hab. Was war jetzt Chat? Z. Ach, Z. Ah, okay. So. Irgendwas habe ich jetzt verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Der Unbekannte. Aber schau mal, aber danke für die Waffen. So. Damit war ich freundlich, aber direkt. Danke eben. Kein Problem. So. Ist er raus? Steigert oder? Gesundheit. Nein, er bekämpft mich. Oder warum? Was weiß ich, was er macht. Keine ja, Ahnung. Nein. Neben mir hat's explodiert. Ja, er ist so, raus. Okay. Alles klar. Gut. Oh nein, ich wollte es nicht aufnehmen. Ich hab ziemlich viel Geld auf dich gesetzt. Ja, komm. So, verkaufen. Weg. Die behalte ich noch. Weg. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Weg. So. Bist du ready? Ja, gleich. Okay, ach egal, verkaufen. So. Nö, verkaufen. Ach, warte mal, wo hab ich eigentlich mein alles Lager? Bei Claptrap, ne? Nee. Wo kann ich Sachen einlagern? In Hauptquartier, weil ich habe jetzt natürlich zwei Waffen, die ich nicht gebrauchen kann. Die muss ich ja nicht mit mir rumschleppen. Ja, die kannst du in deinem Safe lagern. Das ist sehr nett. Das ist auf jeden Fall sehr nett, aber die kann ich aktuell gerade überhaupt noch nicht gebrauchen. Ja. Hier war das, ne? Genau. Einmal bitte die. Und einmal bitte die. Das ist eine Schrot. Ja. wie oft haben wir uns jetzt eigentlich dieses Ding gegeben schon, ne? Also, diese Nachricht da. Okay, ich habe jetzt den ganzen Scheiß abgegeben. Haben wir, glaube ich, im LP schon ganze dreimal laufen lassen. Bestimmt. Wollen wir? Ja, okay, ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen umstylen, aber ja, gut, geh mal. Wenn du ready bist. Wir hängen jetzt hier schon so lange fest, ich will jetzt weitermachen. Ja. Ja, wir müssen über The Dust da in ein neues Gebiet auf jeden Fall jetzt rein, wo wir einfach nur 4 Rax töten müssen. Na gut, wenn Borderlands das sagt, wird das schon seine Gründe haben. Na, auf jeden Fall immerhin neues wieder so, lauf dorthin, mach dies und ach, ja, solche Quests sind so ultra lahm. So ja, wie Borderlands 1. Ich dachte, die haben sie jetzt diesmal weggelassen, aber nein. Nein, gibt's jetzt aber nicht so oft, das ist die zweite oder dritte oder sowas. Fahr nach XY, hol dies, bring... Wo ist denn bitte? Ist das, Marco, ist das eine Ecke, wo wir noch gar nicht waren? Guck mal. Echt? Ja, ja. Okay, na, dann ja, bitte einsteigen. So, rechts. Weg rechts halten, rechts. Yes, lass mich erst drüber jumpen. Und dann, da vorne geradeaus und dann ein bisschen... Ein bisschen links. Ja, aber die brauchst du dich gar nicht kümmern. Obwohl, 28, lol. Ja. Außerdem zerstört der hier auch gerade unser Wagenbild. Der ist nicht so stark. Ja. Da rechts rum, da. Ich glaube, wir müssen da vorne durch. Irgendwie. Da vorne. Ja, ja. Wow. Ja, da oben ist das. Guck mal. Lass mal die hinter uns. In ein neues Gebiet, denke ich. Wow. Wow, wow. Ja, ich kann Auto fahren. Hast du eigentlich einen Führerschein? Nein. Gott sei Dank. So, alles klar. Nach neues Gebiet. Dann wollen wir mal. Iridium Blight. Das heißt schon Iridium. Das Gebiet. Oh. Alter Vulkan. Vulkan. Ich hab gesagt, es geht in eine Welt mit Vulkan und da ist er. Fett. Das ist alles Iridium hier. Das sieht richtig fett aus. So, wir müssen aber nur 4 Racks töten. Wir behalten uns hier gar nicht so lange auf. Wir müssen hier eh nochmal hin. Naja, auch schon ein Drecksloch. Aber früher war es nicht ganz so schlimm.
Oha, Alter. Warte mal, vorne gibt's eine Quest. Halt mal kurz an. Hier gibt's überall Quests. Ja, lasst mich jetzt mal die eine hier vorne holen. Müssen wir etwa die Statue zerstören? Nein, an der Statue gibt's ein schwarzes Brett eventuell. Gibt's hier, hier vorne ist ein schwarzes Brett. Drei Quests. Was, bring dich um? Beschaffe die Rückerstattungscheck. Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst mir die Schecks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Okay, das ist wieder so eine Zeitbegrenzung. Das ist scheiße. Ja, ich gucke jetzt erstmal, die sind relativ weit weg voneinander. Auf zu Omas Haus ist. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich weiß, was du. Handsome Jack hat eine Quest für uns. Wir sollen jetzt zu Handsome Jacks Oma fahren und nach ihr gucken. Alter. Warum sollen wir für Handsome Jack was machen? Ja, weiß ich nicht. Er hat uns gerade umgebeten, das ist eine Quest. Als ob. Junge. Da gehe ich so, jetzt nicht hin. Was haben wir noch, was haben wir noch hier offen? Bring dich um. Ich will dafür bezahlen, dass du dich umbringst. Ich habe schon den perfekten Ort für dich ausgesucht. Du willst nicht, das ist okay. Rufst du die Hyperion Selbstmordpräventionshotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Was? Ja, wir können uns, wir müssen uns umbringen oder es eben nicht tun. Und je nachdem kriegen wir eine Belohnung oder halt auch nicht. So, dann bist du noch Firax. Ich lass das mal zuerst machen. Sollen wir was? Von der Klippe springen und uns umbringen? Ja, klar. Ich will wissen, was wir kriegen da. Ja, aber wenn wir tot sind, dann ist ja, das Spiel vorbei. Wow! Die Quest machen, dafür musst du zurück. Warte, da ist auch noch eine Ausrufezeichen. Ja, lass mal die eine machen, die ist noch um die Ecke rum. Okay. Lalalala. Lala. Hilfe! Oh oh. Okay. Jetzt über die Brücke rüber, denke ich. Ja, Mann. Hansen Jack. Jagt sie bestimmt in die Luft. Ja, bestimmt. Oh, wir sind so, jetzt da links hoch, links, geradeaus, weiß ich, da vorne, links hoch eventuell und dann... Von der Klippe springen.